Alerts für Twitch erstellen und das direkt über Twitch. Erst vor kurzem hat Twitch ein neues Feature vorgestellt, nämlich den Alert Manager. Man kann direkt in Twitch Alerts erstellen und ich möchte euch in diesem Video zeigen, wie man dort Alerts erstellt und natürlich auch die Vor- und auch die Nachteile davon geben. Um nun Alerts für Twitch auf Twitch zu erstellen, müsst ihr nur in euer Creator-Dashboard wechseln. Und in eurem Creator-Dashboard findet ihr dann auf der linken Seite Alerts. Wenn ihr da drauf geht, könnt ihr Alertbox-Widgets erstellen. Im Endeffekt sind das eigene Einstellungen. Ihr könnt bis zu 10 Alertboxen erstellen. Und der Vorteil davon ist natürlich, dass ihr zum Beispiel eine Alertbox erstellt, wo Follow und Hype Train und sonstige Alerts drin sind, die ihr generell benutzt. Und vielleicht baut ihr noch eine zweite Alertbox für bestimmte Spendenstreams oder Charity-Streams. Und ihr baut noch eine Alertbox für IRL-Streams. Das heißt, ihr könnt verschiedene Konfigurationen anlegen und die in verschiedenen Setups verwenden. Das ist schon mal ziemlich praktisch. Auch verschiedene Größen und verschiedene Positionierungen sind damit möglich. Was kann man hier in der ersten Ansicht erstmal machen? Man sieht hier, wenn man Alertboxen erstellt hat, die Alertboxen und kann diese bearbeiten. Man kann eine neue Alertbox erstellen und man findet gleich auf der rechten Seite auch eine Einstellung, die würde ich euch empfehlen anzuhaken. Denn wenn ihr dieses hier aktiviert, bedeutet das, ihr könnt später direkt in OBS zum Beispiel über den Activity Feed oder aber auch, wenn ihr das Ganze nicht in OBS eingebunden habt, im Creator Dashboard regeln. Das heißt, ihr könnt Sachen, die abgespielt worden sind, wiederholen oder ihr könnt das Ganze skippen. Also eine praktische Zusatzfunktion. Fangen wir mal mit der ersten Alertbox an. Und dafür geht man hier auf Alertbox erstellen. Dann kann man dem Ganzen einen Namen geben, zum Beispiel Default, und kann noch eine Beschreibung eingeben. Banana. Erstellen und schon tritt das Ganze hier unten auf. Man kann die Alertboxen aktivieren bzw. deaktivieren. Man kann hier oben auf die drei Punkte gehen, um die Browserquelle zu kopieren. Das machen wir später noch im Video. Man kann das Ganze umbenennen, man kann es duplizieren. Das heißt, wenn man die gleichen Einstellungen nochmal für einen anderen Alertbox haben möchte, kann man es duplizieren und da ein bisschen anpassen und man kann es löschen. Gehen wir einmal in die Alert-Bearbeiten-Maske. Dort bekommt ihr jetzt eine Riesenübersicht und die kann erstmal erschlagen. Ich möchte euch das Ganze gleich einmal Step-by-Step erklären, wo, wie, was, warum gemacht wird. Aber zuerst noch ein kurzer Clip vom Sponsor dieses Videos. Suchst du professionelle und aufregende Overlays für deinen Stream? OwnTV hat da genau das Richtige für dich. Es gibt eine riesen Auswahl an Overlays, Emotes, Alerts, Logos und vielen mehr. Also an sich alles, was ein Streamer braucht. Und das Coole ist, dass es sogar ganze Pakete gibt, die thematisch zueinander passen. Wie zum Beispiel die neuen Pakete Kawaii Cats oder Enchanted. Darin enthalten sind nicht nur Overlays, sondern auch Intermission-Banner, Profilbilder, Panels, Icons und passende Alerts. Die Dateien sind alle schon ready to go und müssen nur noch in OBS oder bei Anbietern für Streaming-Widgets eingebunden werden. Über den Link in der Videobeschreibung oder direkt über nilsson1489.tv/owned gelangt ihr zu OwnTV und könnt selber loslegen und das perfekte Overlay-Paket für euch raussuchen. In dieser Übersicht habt ihr nun verschiedene Bereiche. Der mittlere Bereich ist nachher euer Alert. Da könnt ihr euch das Ganze anschauen. Das heißt, wenn ihr hier oben zum Beispiel auf Alert-Vorschau geht, wird der Alert abgespielt und ihr seht das Ganze. Und ihr könnt natürlich auch Test-Alerts triggern. Das heißt, wenn man hier einen Test-Alert sendet, würde das Ganze auch in OBS aufploppen, wenn es dort eingebunden ist. Das wäre erstmal die mittlere Ebene. Dort könnt ihr dann auch noch einstellen, in welcher Breite und in welcher Höhe das Ganze laufen soll. Und ihr könnt, damit ihr, wenn ihr verschiedene Farben nutzt, hier auch noch den Hintergrund einstellen. Das ist aber nur für die Vorschau. Das heißt, wenn ihr hier zum Beispiel rot einstellt, wird das nicht mit in OBS übernommen. Nur als Vorschauoption. Auf der linken Seite habt ihr dann die verschiedenen Alert-Typen, wenn man das einmal zuklappt. Follows, Abonnements, Geschenkabonnements, Cheers, Raids, Charity, Hype Trains und Ziele. Hier könnt ihr für jeden dieser Alert-Typen verschiedene Alert-Varianten erstellen. Eine Variante bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass wenn ihr zum Beispiel bei Abonnements etwas erstellt, bei einem Prime-Abonnement eine andere Alert-Ansicht kommt, als wenn ihr zum Beispiel eine Abonnementverlängerung bekommt oder ein ganz neuer Abonnent reinkommt, der gerade erst einen Monat abonniert hat. Das könnt ihr hier alles separat voneinander einstellen. Auf der rechten Seite habt ihr dann immer die Einstellungen für den aktuell ausgewählten Alert. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel auf der linken Seite einen Alert anklickt, wechseln auf der rechten Seite diese ganzen Reiter auf die Einstellungen dieses angeklickten Alerts mit der ausgewählten Variante. Das erst
erstmal zu den ganzen Basics, wie das Ganze funktioniert. Ich würde sagen, wir hüpfen jetzt mal rein und erstellen einen Alert. Fangen wir da mal ganz einfach an und gehen auf Follows. Ein Follow-Alert ist hier auch schon eingebunden. Neue Variante, jeder neue Follower auf deinem Kanal. Wenn ich das Ganze anhake, kann ich auf der rechten Seite nun das Ganze angeben, zum Beispiel für Default, das heißt mein Standard-Follower-Alert, und das Ganze soll als Bedingung, das ist immer ganz wichtig, für jeden neuen Follower gelten, und hier gibt es sonst bei verschiedenen Alerts auch andere Bedingungen. Schauen wir uns gleich auch nochmal im Detail an. Dann kann man hier die Dauer einstellen, wie lange dieser Alert gehen soll. Kann, wenn man sich mit HTML und CSS auskennt, auch das HTML und CSS anpassen. Dann gibt es ja noch eine Animation, und zwar das Einblenden und das Ausblenden. Das bedeutet, wie kommt der Alert rein ins Bild und wie verschwindet er wieder. Hier kann ich jetzt die Einblende-Animation auswählen, zwischen Einblenden, Hereinrollen, Hochrutschen. Also das kann man hier alles anpassen und auch die Dauer angeben, wie lange diese Animation laufen soll. Das gleiche auch für den Abgang, das heißt, hier kann ich auch andere Sachen nutzen, zum Beispiel rauszoomen und dann das Ganze auf 3 Sekunden stellen. Man ist hier ziemlich individuell im Einstellen. Wenn wir dann weiter runtergehen, können wir in den nächsten Tab aufmachen, das Layout. Hier kann ich nun definieren, ob das Bild des Alerts links neben dem Text sein soll oder rechts neben dem Text, oder soll der Text unter dem Alertbild sein, soll er über dem Alertbild sein oder soll der Text auf dem Alertbild sein. Also je nachdem, was ihr für ein Alertbild nutzt oder eine Alert-Animation, könnt ihr definieren, wo die Positionierung sein soll. Darunter kann ich dann die Hintergrundfarbe einstellen und das Ganze natürlich auch ein bisschen transparent gestalten in Prozent. Ich kann die Füllung und den Abstand definieren, abgerundete Ecken und auch einen Schatten setzen. Also ziemlich basic, da muss ich euch jetzt nicht erklären, wie man eine Füllung von 16 auf 18 Pixel stellt. Ich glaube, da spielt ihr dann selber mal rum. Wenn wir aber weiter runtergehen, zum Beispiel Text und Sprache, kommt das nächste. Man kann die oberen zum Beispiel auch zuklappen. Hier kann man jetzt die Nachricht eingeben, und zwar die Nachricht, die unter dem Alert angezeigt wird. Kampa folgt jetzt. Da gibt es Variablen. Wenn man hier reinklickt, werden die verfügbaren Variablen für diese Alert-Variante angezeigt. Die können natürlich zwischen verschiedenen Alert-Typen unterschiedlich sein. Bei einem Follow-Alert gibt es nur den Nutzernamen. Wenn ich draufklicke, wird das hier in den Text eingebunden. Das heißt, ich kann hier einen komplett eigenen Text bauen. Ich kann sagen, danke, dann Leerzeichen, auf den Nutzernamen klicken, Leerzeichen für den Follow. Und schon habe ich einen eigenen Namen oder einen eigenen Text, Nachricht, die auch hier live sofort angezeigt wird. Wenn wir dann noch weiter runtergehen, kann ich natürlich die Schriftart und auch die Größe ändern von dem Text, kann Textlayout ändern, linksbündig, mittig, rechtsbündig, auch gar kein Problem. Farbe, die Akzentfarbe, hier wäre der Akzent dann auf dem Follower-Namen, und ich kann auch wieder Schatten einstellen. Was eine Zusatzoption ist und was sehr praktisch ist, wäre Text-to-Speech. Hier heißt es Warntext sprechen. Wenn man das aktiviert, kann man eine Sprache auswählen. Also es kommt dann eine Roboterstimme im Hintergrund, die die Nachricht nochmal vorliest. Dann kann ich sagen, okay, in Deutsch, kann dann die Stimme Hans, Marlene und Vicky auswählen und die Lautstärke. Außerdem kann ich eine Verzögerung einstellen. Das heißt, wie weit verzögert, nachdem der Alert angezeigt worden ist, soll eine Computerstimme im Hintergrund diese Nachricht sprechen. All das gar kein Problem. Wenn wir das jetzt hier auch mal zumachen und weitergehen zu Bild und Ton, dann kann man natürlich eigene Alert-Bilder hochladen. Hier würde ich empfehlen, das Ganze in WebM zu machen. Hier ist es auch schon in WebM drin. Das heißt, die Standard-Alerts sind in WebM. Ich kann auf Datei hochladen gehen und von meinem PC dann Sachen auswählen und hochladen. Ich kann aber auch auf die Bibliothek wechseln und dort finde ich schon ganz viele verschiedene Alerts, die ich auswählen kann. Da kann ich durchnavigieren und mir was aussuchen, was ich cool finde und nutzen möchte. Oder wie gesagt, ich kann meine eigenen nutzen. Man hat insgesamt 1 GB Speicher, wenn man eigene Dateien hochlädt. Dementsprechend empfehle ich halt auch WebM, weil die sind schön klein, da kann man dann viel hochladen. 1 GB mit falsch gerenderten Dateien sind dann schnell verbraucht. Hat man das Alertbild ausgewählt, kann man hier noch die Größe einstellen des Alertbilds. Man sieht es schon, je nachdem wie man das einstellt, wird es hier unten auch angepasst. Man kann die Lautstärke einstellen des Sounds, der
in dieser Videodatei drin ist. Wenn es eine Videodatei ist, ihr könnt natürlich auch Bilder hochladen. Und wenn man dort kein Audio drin hat, kann man hier unten noch Audio zusätzlich hochladen, was parallel zum Alert abgespielt wird. Das Ganze folgt dem gleichen Schema, das heißt, ich kann hier eine Datei hochladen oder ich gehe in die Audiobibliothek und kann hier auch schon wieder aus verschiedenen Alert-Sounds auswählen. Da gibt es noch nicht so viele, aber man kann auch eigene hochladen. Auch wie gesagt, wieder 1 GB Bibliotheksspeicher. Das Ganze wird mit dem Videospeicher kombiniert. Das heißt, da solltet ihr auch ein bisschen drauf achten. Die Lautstärke können dann natürlich hier auch noch angepasst werden. Und dann gibt es einen Zusatz. Hier wird auch nochmal darauf hingewiesen, dass die Dateien den Community-Richtlinien von Twitch entsprechen müssen. Also natürlich keine urheberrechtlich geschützte Musik verwenden und natürlich auch bei den Animationen darauf achten, dass es nicht gegen die Community-Richtlinien verstößt. Dann gehen wir noch einen Step weiter runter, Celebration. Und zwar kann man hier noch Effekte hinzufügen, wie zum Beispiel ein Feuerwerk, ein Flammenwerfer. Das Ganze wird dann eingebunden bzw. genutzt. Man muss es hier auch aktivieren, um das Ganze aufzupeppen. Da kommt dann hier noch ein Feuerwerk. Wir können uns das mal anschauen, indem wir oben rechts speichern. Müsst ihr auch zwischendurch immer mal machen, ganz wichtig. Und wenn ihr dann auf Alert Vorschau geht, dann seht ihr, was passiert. Hier kommt umrum jetzt natürlich so eine Animation, ganz cool. Und es kommt der Alert in der Mitte. Also, da habt ihr auch verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt den Bereich auswählen, soll das nur im Video sein, soll das nur im Chat sein oder soll das überall sein. Also, das legt sich nachher sogar dann über die Webplayer-Ansicht. Auch ganz cool. Dann nochmal nach unten gehen. Achtung! Und zwar könnt ihr hier natürlich jetzt bei Achtung, ich finde die Übersetzung immer ziemlich cool, die komplette Variante löschen, wenn ihr sie nicht haben wollt. Dann müsst ihr aber nochmal alles machen. Wie binde ich meinen Alert nun ein? Wenn ich meinen Alert gebaut habe, beziehungsweise meine Alert-Box, dann kann ich einfach hier unten zu der Browserquellen-URL gehen und kann auf Kopieren klicken und gehe dann einmal in OBS Studio. In OBS Studio muss ich dann nur meinen Alert über Browserquelle hinzufügen einbinden, das heißt plus dann Browser, dann nenne ich das Ganze mal Twitch Alert. Okay. Und dort gehe ich dann einfach auf URL, kopiere hier die URL rein, die ich gerade aus meinem Creator Dashboard rauskopiert habe. Breite und Höhe auf 800x600 lassen. Audio über OBS steuern, ganz wichtig, damit das als eigene Audiospur kommt. Cache der Seite aktualisieren. Okay. Und schon habe ich hier eine Alertbox. Und wenn ich jetzt parallel in Twitch einmal den Test-Alert trigger, dann taucht natürlich auch direkt der Alert hier in meinem OBS Studio auf und ich sehe, dass alles passt. Man sieht außerdem, dass das Audio auf der rechten Seite ausschlägt. Hier kann ich jetzt die Lautstärke des Audios für den Stream einstellen. Ganz, ganz wichtig, so hört der Stream zwar eure Alerts, aber ihr selber hört die Alerts nicht. Damit ihr die Alerts selber hören könnt, müsst ihr einmal unter Einstellungen und dann Audio schauen, was als Monitoring-Gerät eingestellt ist. Hier am besten, es kommt natürlich auf euer Setup drauf an, einfachster Weg, ihr habt einfach Kopfhörer am PC, dann wählt man hier die Kopfhörer aus, in meinem Fall SPDIF Out. Speichert das Ganze, geht dann einmal zu den Audioeinstellungen auf die Alerts, 3 Punkte, dann auf erweiterte Audioeigenschaften und dann gehe ich einfach bei den Alerts auf nur Monitor. Nur Monitor bedeutet jetzt, das Ganze wird auf das Monitoring-Gerät ausgegeben, also eure Kopfhörer. Und wenn eure Kopfhörer in OBS auch als Desktop-Audio eingebunden sind, geht es über nur Monitor auch in den Stream. Sind eure Kopfhörer nicht als Desktop-Audio-Gerät eingebunden, dann hört ihr jetzt zwar die Alerts, aber der Stream nicht mehr. Dann müsstet ihr hier auf Monitor und Ausgabe gehen. Also diese Möglichkeiten gibt es. Damit habt ihr das Setup in OBS eigentlich schon abgeschlossen. Ich würde sagen, wir springen jetzt noch einmal in den Alert-Manager und schauen uns dort nochmal an, was man noch so machen kann. Und zwar könnt ihr ja nicht nur Follow-Alerts erstellen, ihr könnt natürlich auch für Abonnements und auch für Gifted-Subs, also Geschenk-Abonnements, alles Mögliche an Varianten erstellen. Ihr könntet einfach auf eine neue Variante gehen, dann springt hier eine neue Variante rein. Ihr könnt alle einzelnen Varianten ein- und ausschalten, wenn ihr wollt. Und bei solchen Varianten, wenn die ausgewählt sind, habt ihr natürlich auf der rechten Seite jetzt wieder neue Optionen. Gehen wir mal zu Text und Sprache, denn hier habt ihr natürlich jetzt nicht nur den Nutzernamen, sondern auch die Abo-Stufe als Variable. Das passt sich, wie schon erwähnt, natürlich darauf an, was ihr gerade als Alert
Typ habt. Wir haben uns ja schon angeschaut, dass es hier verschiedene Alert-Typen gibt, wie Follows, Abonnements und so weiter. Eins wird euch auffallen, hier werden Donations nicht mit aufgeführt. Und das ist ein riesengroßer Nachteil von diesem ziemlich geilen Alert-Manager. Alles in allem ist der super und funktioniert echt richtig gut. Das Problem ist nur, wenn ihr einen Donation-Anbieter verwendet, wie zum Beispiel Stream Elements. Twitch merkt nicht, wenn eine Donation reinkommt, denn der Anbieter bekommt ja die Donation, wie Stream Elements, und über den Anbieter könnte man dann Alerts bauen, die auch im Stream anzeigen, dass jemand donated hat. Das kann Twitch nicht. Das heißt, wenn man diese Alertbox nutzt und man nutzt auch Donations, muss man hier alle Alerts bauen und dann über den Donation-Anbieter den Donation-Alert extra. Und das kann sich dann überlappen. Das heißt, es können beide Alert-Typen oder Boxen gleichzeitig laufen, was dann natürlich ein bisschen nervig ist. Das ist der große Nachteil, wenn man den Alert-Manager von Twitch nutzen möchte. Ansonsten ziemlich genial. Aber was meint ihr? Schreibt es mir doch gerne mal unten in die Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao.